So, wenn das Kraftwerk auch gleich abgeschlossen ist, dann haben wir eigentlich richtig übelst. Hier haben wir ungenutzten Strom bei 23, produzierten Strom bei 81. Das läuft ganz gut. Sieht eigentlich auch ziemlich gut alles aus. So, jetzt haben wir 81 und hier werden ungenutzter Strom von 260 produziert. Ungenutzter Strom 81, alles klar. Das heißt, Stromprobleme dürfen wir jetzt erstmal nicht mehr bekommen. Erstmal. Hoffe ich mal. So. Die zwei Jungs gucken sich einfach mal an, aber kommen ganz gut eigentlich miteinander klar. Ja, eigentlich schon. Eigentlich kommen sie schon ganz gut miteinander klar. Die werden sich nicht gegenseitig ruppen. Kann ich mir nicht vorstellen, dass sie sich gegenseitig jetzt angreifen werden. Zwei kommen ganz gut klar, drei wird ein bisschen schwieriger. Weil dafür sind die einfach nicht sozial genug. Und du kannst richtig gut die Dinos gerade sehen, also meine Fresse. Die sollen ruhig schon ein bisschen Rückzugsort kriegen. Und wie sieht es hier oben soweit aus? Auch ganz gut, ne? Ja, die machen sich. Streichelzoo. Boah, Aggressivzoo geht richtig ab. Na, holla die Waldfee nochmal. So, wir brauchen das Fossilienzentrum. Und möchte auch schon gern so eine Art Zentren für sich alleine so ein bisschen haben. Ich weiß nicht, soll ich es hier bauen? Hier kann sich sowieso kaum was reinlegen. Ja, wir werden das Ganze dann noch mit der Schwebebahn verbinden. Ist vielleicht eine ganz gute Idee. Ich darf aber jetzt wieder ein großes Umspannungswerk bauen. Aber dann passt das. So, damit haben wir das Fossilienzentrum. Die nächsten Einnahmequellen sind damit auch gesichert. Was wir nicht brauchen, verkaufen wir. Was wir brauchen, behalten wir. So, ganz einfach. Gibt ja auch immer ein bisschen Kohle mit dazu. Und wir können jetzt anfangen, endlich mal ein bisschen loszulegen. So, Expeditionkarte ansehen. Ja, flieg nochmal hin. Mach nochmal fertig. Wir brauchen ein bisschen Geld. Ah, wenn das Expeditionszentrum dann, Fossilienzentrum jetzt eigentlich auch mal irgendwann steht. Sieht das eigentlich soweit ganz gut aus. Hier hinten sollten sich eigentlich kaum Menschen hinüberwagen. Was sollen die hier auch? Hier ist ja nicht viel los. So, Fossilien ansehen. Das ist, jo, sehr gut sogar. Das extrahieren wir. Und extrahieren wir auch. So, dann haben wir zwei in der Warteschleife. Sehr schön. Dann wollen wir mal gucken, dass wir dann vielleicht mit wenig Dinos viel Erfolg erzielen können. Ja, die Karte ist nicht groß. Das heißt also, ich werde versuchen, mit wenig, ja, hier so Hotels noch hinzubauen. Das ist der Anfangsbereich. Ich werde die in Bereiche aufteilen, Sektoren. Hier hinten werde ich noch einen Sektor hinbauen, wo noch ein paar Dinos sind. Mit der Schwebebahn das Ganze dann verbinden müssen. Und hier vielleicht noch einen kleinen Bereich von Dinos hinbauen und das Ganze dann halt verbinden. Passt. Ich denke mal, das wäre eigentlich logisch. Entschuldigung, ich bin ja gerade logischste Idee, ne? Das so gesehen zu verbinden. So, dann haben wir auch eine Stufe fertig. Das passt auch. Gut, 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 gut. Ja, hier müssen wir definitiv noch mal eins vorlegen. Wow, was hat denn das gerade für einen Sprung gemacht? 75%? Das Brachiosaurus-Gnom bei 75%? Noch gerade mal erst 40% bei den Dingen. Und der gibt mir schon 75% da drauf. Ach, dass ich es überhaupt erforscht habe. Ah, ich verstehe. Okay. Alles klar.
gerne verkaufen. Können wir ihn... Ach ja, wir müssen ihn erst betäuben. Ah, wir brauchen aber dazu auch noch die Station. Ah, nee, geht nicht ganz alles. So, geht nicht so, wie ich es haben möchte. Extrahieren. Müsste dann fast reichen schon. So, Expeditionsgebiet wieder losschicken. Halt. Ach, scheiße. Wo machen wir so den jetzt gerade? Ah, egal. Holt ihn mal. Scheiß die Wand drauf an. Ich weiß zwar nicht, was er da gerade holt jetzt, aber egal. Ah, so. Ja. Man kann immer noch ein paar Probleme mehr lösen. Brüten Sie mindestens 200 Dinosaurier aus, lassen Sie schlüpfen und anschließend frei. 250.000. Zwei neue Dinosaurier. Komm, das akzeptieren wir auch. Das ist in Ordnung. Ein bisschen Geld reinkriegen. So, wir haben 400.000, 800.000. Ja. Baue ich das jetzt schon da hinten? Hier wäre auch eine ganz gute Idee dann. So. Leichte Zäune. Ja. Müsste eigentlich schon klappen mit leichten Zäunen. So, wo ist die Grenzgebiethaltung? Hier, ne? Ist klar. So, zwar nicht das Hübscheste, aber ein Gebäude da. So, wir bauen einfach mal freudig drauf los. Brutzentrum reicht schon wieder nicht mehr. Wie immer. Wie immer. So. Will ich hier hinten auch noch eine kleine Einkaufsmeile machen? Ja, es wäre gar nicht mal so schlecht. Ja. Ja, ich glaube, hier hinten werde ich auch noch eine kleine Einkaufsmeile reinschieben. So wie hier ungefähr. Bisschen breiteren Weg, alles links und rechts daneben verteilen. Können wir machen. Nur wie. Aber nicht groß, da sind nur ein paar Bereiche. So, naja. Vielleicht hier? Das reicht schon. Na, komm. Wackel mir jetzt hier nicht blöd rum. Scheiße, geht das nicht? Doch, geht. Ist ein bisschen fummelig zu bauen. Steht jetzt hier nur einer? Das ist Kacke. Schade. Ich hatte was geplant, aber leider Gottes ist der Plan nicht so ganz aufgegangen, wie ich ihn haben wollte. Schade. Naja, was soll's. Das reicht. Das reicht komplett aus. Mehr brauche ich auch nicht, oder doch? Eine noch für die Bahn vielleicht. So. Jetzt aber Schluss. Schon wieder zu viel hier. Was ist los hier? Was haben wir denn wieder? Aha. Was wollt ihr alle hier von mir? Ich bin beschäftigt. Seht ihr das denn nicht? So, faszinierend ansehen. Was kriegen wir hier denn für einen? Ach, der ist ja süß. Ach, ist der putzig. Was bist du denn für einer? Ah, du bist ja süß. Dich extrahiere ich auch gleich mal. Was bist du denn für kleine Ratte? Oh, süß. Das ist ja mal eine süße kleine Ratte.
So. Weiter mit ihnen. So, wir haben 400.000 schon zur Verfügung. Das ist gut. Wie gesagt. Ein bisschen bauen muss sein. Dann ist die fucking Welt voll Sonnenschein. Aber ich werde ja auch gleich Feierabend machen. Denn ich habe jetzt schon fast über eine Stunde wieder aufgenommen. Und das Ganze zusammenschneiden und habt ihr nicht alles gesehen. Das wird wieder so ein bisschen Fuchsarbeit. So. So mäßig so, Fuchs, du hast die ganz gestohlen, schneid mich mal zusammenholen. So, zack, dann passt das auch. So, dann ist hier ein bisschen so, ja, das sieht gut aus. Okay, 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 okay. So, das kann jetzt alles erstmal ein bisschen zusammengebastelt werden. Und, ja. Ich muss hier mal wieder noch einen Generator hin, ist natürlich klar. Strom braucht natürlich die ganze Welt. Wir nehmen auch gleich einen großen. Weil... ich habe hier wirklich keine Lust nachher, das ganze Ding wieder so fertig zu machen. So, und wir haben ja am Strom wirklich genug. Dann passt das hier. Dann kann man hier nachher auch die schöne Schwebebahn hinbauen. Ja, doch, ist gut. Also für mich völlig in Ordnung, was hier... was ich hier gerade so am Basteln und dann überlegen bin. Das reicht aus. Gut. Sag mal her. Was wird der mich denn kosten? Da bin ich mal gespannt, was der mich kosten wird. Den kleinen hier, das war ein Fleischfresser, ne? Ja, ist ein Fleischfresser. Ja, sieht auf alle Fälle sehr interessant aus, der kleine Dino. Sieht so ein bisschen aus wie Raptor, ist aber kein großer, ne? Ich bin gespannt, ich guck's mir einfach mal an. So. Fossilienzentrum. Kommt gleich was frei, dann kriegen wir noch das Brachiosaurus genommen. Und dann war's das für heute, würde ich sagen. Oder ich werde jetzt erstmal dann gleich wieder eine Unterbrechung machen. Extrahieren, kommen wir extrahieren weiter. Ja, dann, wie gesagt, ich werde den Part hier einfach so ein bisschen zusammencutten. Ist halt im Moment ein bisschen einfacher für mich. Hier ist auch nochmal einer. Oh, Tyrannosaurus Rex ist hier. Ach du Kacke. Wir können ihn was? Wir können ihn bekommen. Den dicken, fetten T-Rex. Das wäre natürlich auch eine geile Sache, ne? Ein schöner dicker T-Rex an der Ecke. Ich habe richtig Bock drauf. Hier sind die Chancen höher, ihn zu bekommen. So, damit ist er auch fertig. Der Brachio. Ich möchte mal gerne gucken, was für ein... wie viel kostet er mich denn? Er würde mich 500... das geht aber auch. Komm, das ist echt doch günstig. Ich hätte es jetzt teurer erwartet. Was haben wir hier? Wie viel hat er jetzt? Boah, der hat eine gute Bewertung, Alter. 118er Bewertung gleich mal drauf gekriegt. 121. 126. 132. Dafür wird er aber gleich richtig schön teuer. 132. Der Brachiosaurus ist ja 900.000, würde er mich glatt mal eben schnell kosten. Oha. Das ist aber teuer für einen Brachiosaurus. Alleine so hat er eine 92er Rating. Und mit den ganzen genmodifizierten Veränderungen würde er mich wirklich nochmal eben schnell glatte 900.000 kosten. Na, natürlich krass hart jetzt, ne? 900.000 und ohne genetische Veränderungen, also ohne irgendwas drinne, ist aber 97, hat eine Lebenserwartung von 72. 55 Lebensfähigkeit, ja. Ausbrüten bei 600.000. Sollte man ein bisschen vorsichtig sein. Ich überlege mir noch, ob ich ihn jetzt ausbrüte, weil das Problem könnte sein, ich muss erstmal die Ecke hier fertig, ein bisschen fertig machen. Und es könnte auch das Problem sein, wenn ich ihn jetzt ausbrüte, dass er mir gleich wieder bankrott geht und eingeht. Das wäre dann auch ein bisschen ärgerlich. Den ACC muss ich noch bauen. Es gibt noch ein bisschen was zu tun hier und... wie es dann weitergeht, sehen wir dann einfach beim nächsten Mal. Ich mache jetzt hier eine Unterbrechung. Ja, bis gleich.